ein bisschen klarer gestern, denke ich. Ist ein bisschen wieder zu sehr. Ja, bisschen, also erste Takthälfte vor allem, bisschen mehr getrennt, bitte. Und ihr hört einfach genau zu, was sie machen. Wenn die ein bisschen vorwärts gehen, geht ihr mit den Sechzehnteln. Also das Aufeinanderhören, das ist das A und O im Musizieren. Es gibt, man kann nicht nur auf Zeichen reagieren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ein Musiker die Ohren weit offen hat. Und nur so kann ein lebendiges Musizieren entstehen, nur so kann ein spontanes Musizieren entstehen. Dass aufmerksames Zuhören in der Musik eine große Rolle spielt, ist klar. Ein Ort, an dem das Aufeinanderhören, an dem das sensible Wahrnehmen ebenso wichtig ist und sich dabei mit modernster Medizin verbindet, ist die Filderklinik bei Stuttgart am Fuße der Schwäbischen Alb. Als Akutklinik für die Region und weit darüber hinaus versorgt sie Patientinnen und Patienten in den Bereichen Innere Medizin, Onkologie, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Intensivmedizin, Chirurgie und Psychosomatik. All das ist eingefasst in ein ganzheitliches Menschen- und Therapieverständnis. Damit sind wir für ein Krankenhaus unserer Größe eigentlich breit genug aufgestellt und können Dinge machen, die wir tatsächlich auch sehr, sehr gut anthroposophisch-medizinisch ausgestalten können. In der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin hat die Filderklinik die Bedürfnisse der kleinsten Patienten im Blick. Im eigenen Perinatalzentrum können frühgeborene Kinder ab der 29. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch betreut werden. Und die Eltern dürfen dabei sein. Also die anthroposophischen Angebote für die speziellen Bedürfnisse von den Frühgeborenen ist, dass wir besondere Hülle schaffen für die Kinder, dass wir Medikamente einsetzen, zusätzlich zu den konventionellen Medikamenten aus der Naturheilkunde, die eine Stärkung auch der Lebenskräfte der Kinder haben und dass wir auch die seelische Seite unmittelbar ansprechen und da eignet sich die Musik in einer ganz besonderen Art und Weise, sodass die Kinder, die ja häufig auch Stress durchgemacht haben oder in stressigen Situationen immer wieder sich zurechtfinden müssen, dass die eine Entspannung erfahren. Ich finde es immer wieder auch ein kleines Wunder, wie diese Kinder reagieren. Wir sehen es an den Reaktionen, an den Augen, die vielleicht sich öffnen. Zuerst auch der Kopf sich hinwendet, so eine Art Lächeln kommt. Das sind schöne Momente, die auch ganz wichtig für die Mütter sind, das wahrzunehmen. Es geht meinem Kind nicht so gut, weil auf Intensivstation und vielleicht lebensbedrohlich, sondern mein Kind erlebt etwas, was schön ist. Wo helfen spezifisch anthroposophische Heilmethoden? Sie helfen uns sehr im Rahmen von Frühgeburtlichkeit. Wir hatten in 2017 drei Drillingsgeburten und von diesen drei Drillingsgeburten waren zwei ohne Kaiserschnitt. Also sechs Kinder sind auf normalem Wege geboren worden. Die Frauen waren auch lange bei uns im Hause, haben zum Beispiel auch Musiktherapie erhalten, konnten dann aber, nachdem die Kinder geboren wurden und sie haben dann eine Wachstumsverdopplung in diesem Hause noch im Bauch der Mutter erfahren und danach relativ kurz, auch dann mit der Mutter, die keine große Verletzung hatte, dieses Haus verlassen. Ja, also wir haben deutschlandweit die niedrigste Rate an Kaiserschnitten. Warum macht es Sinn, das zu vermeiden? Weil wir wissen, dass die normale Geburt für das Kind, was das Thema Bonding angeht, Verbindung mit der Mutter, aber auch was sozusagen sein lebenslanges Exponiertsein gegenüber Allergien, chronischen Erkrankungen. Also eine natürliche Geburt ist etwas, was biografieprägend ist und sich über Jahrzehnte auswirkt. Und um das aber machen zu können,
um zu sagen, wir trauen uns das zu, auch in schwierigen Situationen die natürliche Geburt zu managen, brauchen wir auf der anderen Seite das Rückgrat einer absolut perfekt funktionierenden Notfallversorgung, weil es auch sein kann, dass man unter einer natürlichen Geburt mit erhöhtem Risiko ganz schnell wechseln muss und sagt, doch, jetzt muss der Kaiserschnitt kommen, jetzt ist eine Notfallsituation eingetreten. Ja, Jan, wir erwarten heute Nacht eine Frühgeburt und müssten da wahrscheinlich eure Hilfe in Anspruch nehmen. Die Station ist voll, aber wir können zwei Kinder weiter verlegen, denen es so gut geht, dass die auf die Normalstation können. Und insofern können wir dann auf der neonatologischen Intensivstation die Kinder auch aufnehmen und wären damit soweit vorbereitet. Gibt es noch etwas von der Mutter zu wissen? Sie ist rhesusnegativ, ansonsten erwartet sie das erste Kind und wir werden sie rechtzeitig informieren. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, was könnte man sagen, das A und O. In einem Gemeinschaftskrankenhaus geht es ja darum, dass man als ganzer Organismus gut zusammenwirkt. Wir können als Kinderabteilung gar nicht ohne die Gynäkologen, wenn man an die Neonatologie denkt, sinnvoll und gut arbeiten. Wir sind dankbar, dass wir Anästhesisten im Haus haben, die wir in ganz bestimmten Situationen dazu nehmen. Wir haben eine sehr kompetente Chirurgie mit im Haus, wo wir dann auch bei den Kindern, die chirurgische Intervention brauchen, eine enge Zusammenarbeit haben. Also ich denke, dass das Verhältnis von Hightech-Medizin und auf der anderen Seite das, was wir so als sanfte Medizin bezeichnen, dass das überhaupt gar kein Widerspruch sein muss, sondern dass sich das sehr, sehr gut auch miteinander verbinden lässt und dass da, was könnte man sagen, wie ein Synergismus auch entsteht, weil wir erleben, dass die Nebenwirkungen, die häufig in der Hightech-Medizin auch beobachtet werden können, abgemildert werden können. Insofern haben wir ein echtes Gesamtbild, was sich nicht ausschließt, sondern eigentlich auf einer höheren Ebene zu einem ganzheitlichen verbindet. Also letztlich kann ich sagen, ich fühle mich in der Kinderheilkunde wie ein Fisch im Wasser. Das ist einfach für mich nichts Schöneres, als Kindern in die Augen zu schauen. Und wenn Eltern kommen mit einem Kind, dem schlecht geht, man kann den Kindern helfen. Und es kommt wieder dieses typische Strahlen und Leuchten aus den Kindernaugen hervor. Das ist ein unglaublich beglückendes Erlebnis. Und dann kommt man wie in so eine Positivspirale. Es geht den Eltern damit wieder besser. Das wirkt wieder positiv auf die Kinder. Und das ist etwas, was uns dann als ganzes therapeutisches Team sehr motiviert. Wir sind voll integriert in den Krankenhausbedarfsplan und in die ganz normale Abrechnung, Abrechnungsmodalitäten, wie sie für alle Kliniken gelten. Also wir sind tatsächlich das Krankenhaus hier für die örtliche Bevölkerung, die das auch gut annimmt. Wir sind aber auch eine Klinik, wo selbstverständlich Menschen überregional hinkommen, weil sie sagen, wir suchen ganz spezifisch diese Behandlungsform auf. Aber da gibt es keinerlei Einschränkungen, was die Art der Krankenversicherung angeht. Ich bin mit unserer viertgeborenen Tochter hier auf Intensivstation gelandet und bin zutiefst dankbar für diese ganzheitliche Annahme des Kindes. Also unsere Tochter wird so liebevoll betreut und auch ich darf bei unserer Tochter sein, was für mich ganz neu ist. Also der erste Moment ist dann natürlich schon, oh, ich komme auf Intensivstation, Drama. Und dann kommt man an und denkt sich eigentlich, was ist das, eine Intensivstation? Ich fühle mich in so einer Hülle, wie in so einem Nest. Die Menschen, die Schwestern sind alle so liebevoll, gehen wirklich auf einen ein, auf jede Sorge, nehmen einen auch ernst und sagen nicht, ach, das ist jetzt schon so. Also es fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an. Für das, was ist, fühlt man sich ja wirklich gut aufgenommen. Die anthroposophische Medizin hat ja nie danach gesucht, sich in irgendeiner kleinen Nische wohlig einzurichten, sondern sie war eigentlich immer gedacht als Entwurf, als ein Pionierunternehmen, wo man sozusagen alles das, was wir aus der modernen Naturwissenschaft gelernt haben und können, jetzt aber doch in einen größeren ganzheitlichen Zusammenhang bringt. Da wollen wir jetzt erneut aus der anthroposophischen Medizin heraus Motor sein für neue Formen der Zusammenarbeit.
und haben deswegen hier in Baden-Württemberg das Kompetenznetz Integrative Medizin begründet, an dem jetzt insgesamt 16 klinische Einrichtungen plus wissenschaftliche Forschungsinstitute mitmachen, wo wir uns darüber verständigen, wie wir tatsächlich die bewährtesten Verfahren aus verschiedenen komplementärmedizinischen Hintergründen in die Breite der Versorgung bringen. Ich möchte gerne, dass die integrative Medizin in Baden-Württemberg einen deutlich besseren und höheren Stellenwert bekommt. Wir haben vor 4 Jahren die ersten Gespräche geführt mit Vertreterinnen und Vertretern und der Angebote mit dem Ziel, dass vor allen Dingen in der praktischen Umsetzung der integrativen Medizin in verschiedenen Heilmethoden ein Austausch stattfindet, dass so wirklich ein Kompetenznetzwerk wird, das den Sinn hat, dass die entsprechenden Angebote halt auch wirklich ausgetauscht werden, dass Erfahrungen ausgetauscht werden und auf diese Weise eben auch Wissen weitergegeben wird. Das finde ich eine ganz wichtige Ergänzung. Ich freue mich wirklich sehr, dass das so eine Erfolgsgeschichte ist. Viktor von Weizsäcker hat einmal gesagt, wir brauchen eine Medizin von Leib, Seele und Geist, die vor den Patienten in metaphysischer Ehrfurcht steht. Diese Ehrfurcht fällt uns schwer. Wir haben sie vielleicht noch vor dem Neugeborenen. Dass doch kein Mensch, der ein Herz hat, irgendwie als ein Ding ansehen würde. Rose Ausländer sagt es so: Immer sind es die Menschen. Du weißt es. Ihr Herz ist ein kleiner Stern, der die Erde beleuchtet.